Hallo Welt, da sind wir wieder und es geht weiter mit Fallout New Vegas. Wir starten sofort durch und ich sehe, wir sind live. Okay, es hat funktioniert. Wunderbar, ja, weiter geht's und zwar mit dem Old World Blues. Da schauen wir uns jetzt weiter um, ob wir die anderen Teile da vielleicht auch noch finden. Ich denke mal, warum nicht? Sollten wir schaffen. Wenn wir uns nicht verlaufen, natürlich. Ich tippe. Oh. So eine Pflanze. Ich wollte gerade sagen, ich tippe so drauf, dass wir die Teile oben finden. Aber hier waren wir ja auch schon, zum Beispiel. Noch weiter rauf? Ah, vielleicht. Weiter rauf können wir hier gar nicht. Und was sagt unsere Karte in unserem Pimp-Boy? Der Pimp-Boy, da ist er. Das ist noch ein ganz schönes Stück darüber. Aber es sieht so aus, als wäre diese gepunktete Linie hier, als wäre das eben der Graben, die Schlucht, das Tal. Und das hier scheint eher oben aufzuliegen, also da oben wahrscheinlich. Aber wie sollen wir denn da hinkommen? Wahrscheinlich einmal ganz durch den Graben durch. Und dann von der anderen Seite irgendwie rauf. Also geht's mal hier lang. Oh, da geht's doch weiter nach oben. Es besteht eine geringe Chance auf Samenabgabe aus den botanischen Gärten am späten Abend. Genau hinter uns. Ach, da haben wir doch so eine Art Brücke. Das könnte hinhauen. Oh, da spielt schon die Musik bei euch. Alex. Oh, die Zange. Aha, ist es denn auch geschmückt? Sind die Straßen geschmückt? Och, wie schön hier mit so einem Brunnen und so. Wer schreit hier so? Hör auf damit!
Blaskapellen habt ihr da? Alex, bei euch schon? Ach, ich glaube, die wachsen nicht mehr. Nö, nö. Wir gucken erstmal hier in Sicherheit. Hallo, ja, ich, hallo. Das kann ich gerade nicht entziffern, tut mir leid. Aber hallo auch. Oh nein. Nein. Nicht doch. Sie sieht uns gar nicht. Sie denkt, sie merkt gar nichts. Aber ein bisschen hat sie dann doch gemerkt zum Schluss. Ja, aber das ist ja nicht das, was wir suchen. Oh, wir sind überladen. Natürlich sind wir überladen. Was können wir da schnell tun? Das hier reparieren? Ja, warum nicht? Irgendetwas müssen wir wegwerfen oder essen oder trinken. Ja, Wasser ist doch immer gut. Ach so, ich wollte was ganz anderes im Pip-Boy gucken. Im Pip-Boy, was haben wir denn da für eine Karte? Ach. Ja, ich dachte, ich hätte was gesehen bei dieser einen Sporenpflanze, dass die noch irgendetwas anderes intus hätte. Hatte sie wohl auch. Also können wir gleich zum letzten Ziel übergehen. Einfach, ja, dem Marker folgen, wenn wir da... Ah ja, hier können wir rüber. Ich glaube, die Pflanzen haben hier das ganze Zeug gefressen. Oder sollen wir das da sammeln vielleicht? War das schon unser Ziel? Ja, das war schon unser Ziel. Na, komm schon. Ah, dann haben wir fertig. Und das pünktlich zum Tagesbeginn. Dann müssen wir jetzt nur noch ungesehen zurückkommen. Obwohl. Ja doch, wir sollen zurück zum Becken. Oh ja, das habe ich auch gemerkt. Es kommt mir jetzt im Moment sogar so vor, als wäre es hier drin etwas kühler als draußen, als ich gerade das Fenster hier zugemacht habe.
Da kam mir das doch ganz schön warm da draußen vor. Ach so, der ist viel zu schwer. Das war ein Trick. So, da ist ja ausnahmsweise mal alles ruhig. Wir haben aber auch unseren ruhigen Anzug an, der nicht so viel redet. Hast du jemals eine biologische Forschungsstation gesehen, die so voller Samen ist? Nein, hast du nicht. Oh, schau mal, wir haben was. Du hast ein paar Pflanzen für mich, richtig? Ja, ich kann sie an dir riechen. Moment, Moment, Moment. Wollen wir die Pflanzen jetzt hier nur verarbeiten lassen? Eigentlich wollten wir die doch hier abgeben. Moment, da gucken wir aber erstmal jetzt in den Pip-Boy, bevor wir hier was falsch Beeil machen. Beeil dich und bring mir den Samen, Baby. Was sollen wir denn jetzt machen? Fettforschung, bringen Sie die Proben zum Becken zurück. Ja, wir sind am Becken. Hier drüben, das ist auch das Becken, aber... Er gehört hier zur biologischen Forschungsstation. Na, haben wir was für dich, Maggie? Oh, hallo. Darf's was zu trinken sein? Haben wir leere Flaschen? Kein Problem. Aber Sie haben sie doch vorher gründlich gewaschen, oder? Total gründlich. Ja, dann sollen wir wohl wirklich hier unseren Samen... Du hast ein paar Pflanzen für mich, richtig? Ja, ich kann sie an dir riechen. Na dann los, dann mach mal einen Port frei, damit du deinen Samen bekommst, ja. Oh ja, einfach da reinstecken, in die dunkle, feuchte Erde. Starte Benutzeroberfläche. Ach, wie schön. So, wir können biologisch an der biologischen Forschungsstation können wir den Samen in den Pflanztopf einarbeiten. Wir können aber auch das Pflanzenmaterial zu saftigem Grün verarbeiten. Vielleicht erstmal in den Pflanztopf einarbeiten. Aha, Blinddiode, Jefferson, vielleicht haben wir auch für dich etwas. Was geht ab? Hm, jetzt echt? Wir sehen uns. Du hast aber eine Markierung. Das wundert mich ja jetzt ein wenig. Bringen Sie die Proben zurück ins Becken, zum Becken. Ja, hier ist nichts mehr mit Markierung. Oh,
Oder ist das vielleicht gar nicht hier? Nein, das geht doch zur Denkfabrik, zum Tank. Das ist nicht richtig. Was geht ab? Ach so, hier, ich habe eine Schallwellendatei für dich gefunden. Richtig so, Baby. Wirf's einfach an und ich mixe dir süßen, süßen Sound. Sounddatei Roboskorpion für den Schallemitter erhältlich. Okay. Sounddatei Tarantel für den Schallemitter erhältlich. Okay. Ja, wollen wir denn das dann mal probieren? Ja, rekalibrieren wir mal. Alles klar, Baby. Spielen wir ein paar Platten. Na, wir wählen hier den Opernsänger, den haben wir ja jetzt. Gabriels Bellen war ja nicht so der Hammer und die Offenbarung war jetzt auch nicht so berauschend. Versuchen wir doch mal Roboskorpion. Und was haben wir denn jetzt noch Schönes zu tun? Oh, alte Welt Blues, das ist alles. Ja, da müssen wir wohl doch Dr. Möbius aufsuchen bald. Ich dachte, hier wäre noch mehr zu tun. Ach so, wir haben doch bestimmt was hier zum Weglegen noch. Ätzandschu, hatte die eine Pflanze gefressen?
Und der Rest ist Munition, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Sprechen wir nochmal mit Dana und atmen ein wenig für sie. Ich liebe es, sie atmen zu hören. Und sie kehren zurück, neugierig wie ein Teddybär. Hängen sie in einer Begrüßungsschleife fest? So, einmal durchatmen. Wenn Sie bereit sind, werde ich Sie Radar scannen. Langsam. Burbel, burbel. Blub, blub, blub. Burbel, burbel, blub. Blob. Das letzte kleine bisschen. Danke, Lobotomit. Bitte kommen Sie später zu weiteren Studien wieder, wenn ich ausgeruht bin. Ich bin gerade ein wenig empfindlich. Burbel, burbel, ja gut. Bis zu unserer nächsten Interaktion, mein faszinierender kleiner Lobotomit. Ich bin ein Teddybär. Ja. Ja, mir ist schleierhaft, wie Sie auf solchen Stümpfen stehen können. Ah, das war zu erwarten. Der Lobotomit kehrt zurück. Seine Absicht, Wiederholung. Seine Chance auf Erfolg, hoch. Nein, er hat gar nichts. Doch ein paar Deckel könnte er für uns haben. Die Leidenschaft fürs Debugging hat sie ja ziemlich gepackt. Oder sie haben einfach nur seltsame Hobbys. Ja, unter den Monitoren waren noch ein paar. Bitte sehr, hilft, Ordnung zu halten. Bis dann. Also dann, bis zu unserer nächsten planmäßigen Audioübertragung. Ach doch, wir müssen doch bestimmt noch hier die Sprachdatei irgendwie für ihn finden. Auch schön, Sie zu sehen. Acht. Heute schon neue Entdeckungen gemacht. Na schön, danke. Lobotomit kehrt zurück. Welchen hinterlistigen Plan hat er wohl gefasst? Welche anti-amerikanische Kommunistenpropaganda wird er verbreiten? In letzter Zeit wieder mal blind Operationen an ein paar armen Tieren durchgeführt? Nun ja, aber hier geht es um Forschung. Danke. Sehen Sie sich die hier an. Man findet sie anscheinend in einigen der Exemplare hier in Big MT. Ich bemerke diese Ergebnisse immer mehr. Jetzt, da ich weiß, dass ich danach suchen muss, kommen Sie ruhig wieder. Ich zeige Ihnen meine Funde. Dann bis zum nächsten Mal. Falls es ein nächstes Mal gibt. Für irgendjemanden von uns. Und bis zum nächsten Mal auch.
Der oben hier, der hat, glaube ich, nichts. Ich höre, wie sie mit ihren penisbewehrten Füßen umherstapfen. Was machen Sie wieder hier? Die Möbius-Bedrohung ist noch nicht vorbei. Jetzt füllt er sogar unsere Übertragungsspeicher-Holobänder bis zum Maximum. Ach, ist ja schon gut. Wir werden los. Wir wollen sowieso unser Gehirn suchen. Ja, auf Nimmerwiedersehen. Na, wir werden uns bestimmt wiedersehen. Das brauchen wir doch, das Gehirn. Ohne Gehirn sind wir ja nicht so gut drauf die ganze Zeit. Also los, auf die Suche nach dem Gehirn. Gehirnsuche. Ja, hätten wir uns Dr. Möbius vorhin doch mal sofort geschnappt. Doch wer weiß, was uns da jetzt alles erwartet. Sind wir denn gut vorbereitet? Och, wir brauchen nichts. Wir haben alles. Keine Stimpaks. Vielleicht ein bisschen aufbereitetes Wasser. Ja gut, das können wir noch gebrauchen. Und wahrscheinlich sollten wir auch die Cazador-Stacheln da lassen. Benötigen Sie sonst noch etwas? Nein. Ein sehr guter Entschluss. In Ordnung. Ich muss nur die alte Benutzeroberfläche für Sie starten. Ihre Ausrüstung ist immer noch an Ort und Stelle. Und sollte der Toaster etwas anderes behaupten, schenken Sie diesem Taugenichts keinen Glauben. Ach, Wasser. Wasser sollten wir ja mitnehmen. So, jetzt aber. Auf zu unserem Gehirn. Schlagartig wird's jetzt aber auch warm hier. Na, es gab heute Morgen irgendwann schon mal so einen Schub. Na, wir müssen noch sowieso unten rein. Geht nicht.
Oh oh. Ja, wir hätten aber auch noch getroffen, wenn noch so viel Zeit gewesen wäre. Keine Zeit. Ja, wirklich? Nach unten oder nach oben? Sieht so aus, als könnten wir wieder unten rein. Ach, ehrlich. Von hier aus nochmal, also. Die mächtige Denkfabrik. Versteckt ihr euch immer noch in eurer Kuppel? Versteckt euch, ihr Narren. Versteckt euch! Du. Wohl eher nicht. Arschgeige.
Jetzt finden wir aber den Eingang hier, okay? Ja, da ist er doch. Wir sind leicht verletzt. Irgendetwas sieht uns doch hier. Nee, kein Problem. Ich habe nur, gerade so ein bisschen gedöst und dachte mir so, wo ist denn der Knopf? Wo ist denn der Knopf hier nur? Kein Problem. Nein, nicht alles wieder einsammeln. Wir wollen noch gucken. Wo ist denn der? Haben wir auch Licht? Wir haben Licht. Aha, da oben ist eine Tür. Nein, das ist keine Tür, das ist eine Wand mit Leuchten. Das wird ja interessant. Ach, doch eine Tür. Tür. Speichern nicht vergessen. Die Kuppel der verbotenen Zone. Die verbotene Zone ist viel kleiner, als ich dachte. Oh, und erinnert mich doch sehr stark an die Denkfabrik. Naja, es ist eine Kuppel. Komm, wir reden erstmal friedlich. Hallo, wir kommen in Frieden. Hey. Hä? Oh, hallo. Sie sind hier, oder? Entschuldigen Sie meine Verwirrung, aber es fällt mir heutzutage schwer, das zu unterscheiden. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Sind Sie vielleicht wegen Ihres Gehirns hier? Es ist gleich da oben. Ein schönes Gehirn, jung und klug. Ich kann Sie nur schlecht erkennen. Kommen Sie doch bitte in mein linkes, rechtes Sichtfeld. Ah, jetzt werden Sie schärfer. Aber das ist doch nicht der, der die ganze Zeit die Ansagen gemacht hat. Der hier hat doch eine ganz andere Stimme, oder etwa nicht? Und du schreibst schon, Alex, erstmal das Zimmer durchsuchen. Oh ja, natürlich, unser Gehirn. Aber jetzt sind wir schon am Sprechen auf einmal. Na, notfalls laden wir nochmal neu gleich. So, ist das besser? Tiefenwahrnehmung ist ein Problem bei diesem alten Monitor. Wurde schon vor einer Weile schwarz. Das nennt man wohl Altersschwäche. Müsste mal meinen Sehnerv wieder anschließen. Aber dann würde das rechte Auge die falschen Sachen sehen. Fliegende Schildkröten zum Beispiel. Darf's ein Mentetz sein? Echt? Meinst du, ist die gleiche Stimme? Hört sich irgendwie anders an. Ein Mentetz? Ja, danke. Ich liebe Mentats. Lecker und anregend. Ich habe all diese wunderbar wissenschaftsmäßigen Gedanken und Ideen, wenn diese trockenen Tabletten durch mein Dio-Gel zischen. Ich vergesse sie aber bald wieder. Vor allem, wenn die Daten mir den Speicherkern verstopfen. Da spritzen mir fast die Binärströme aus dem Gehäuse. Ich musste meine Gleichungen hier sogar auf den Boden und die Wände schreiben. Aber ich weiß leider nicht mehr so recht, wo sie anfangen und enden. Und ich muss sagen, ja, sie sind nicht gerade, was ich erwartet habe. Sieh an, das impliziert vorgefasste Meinungen, Theorien und Hypothesen über dieses Treffen?
Bitte führen Sie das aus. Wie sollte ich denn sein? Schließlich könnte es eine kognitive Anpassung wert sein, falls Ihr theoretischer Möbius besser sein sollte als ich. Warum haben Sie mein Gehirn gestohlen? Oh, eine Reihe von Grinden. Sie sind eine Anemone. Anomalie? Sie sind schön besonders. Und nicht in Bezug auf die Schädelgröße. Wissen Sie, Sie sind die erfolgreichste Hirnextraktion, die wir hier in Big MT je durchgeführt haben. Quasi ein Opfer Ihres eigenen Erfolges. Wenn Sie damit zurückkehren würden, was Ihr Gehirn über den Vorgang weiß, nun, dann könnte Ihr Hirn wieder in Sie reinhüpfen und mit Ihnen hier rausspazieren. Hirne sollten nicht nach Belieben herumspazieren dürfen. Hahaha, ich verstehe nicht. Aber erstmal habe ich ein paar Fragen zu anderen Dingen. Oh, Neugier! Seit ich alles weiß, leide ich seltener darunter. Oder ist das erst so, seit ich auf ein paar unangenehme Antworten gestoßen bin? Reparieren? 75? Wir haben sogar mehr als 75. Ich kann Ihren Monitor nicht reparieren, aber schlechten Empfang. Das bekomme ich geregelt. Die Geister sind nicht echt? Das ändert alles. Dann kann ich meine Rechenleistung für andere Wahrnehmungsunmöglichkeiten verwenden. Seien Sie mein Gast. Der Rezeptor ist dort und der Seitenwechsel knubbeldwupp da. Drehen Sie ihn. Gut. Gut. Besser. Oh, oh, ja, das fühlt sich wundervoll an. Das ist noch besser als die morgendliche Mantats-Pause. Ja, können Sie mir etwas über Ihre Roboskorpione sagen? Nun, jeder Wissenschaftler braucht eine Armee. Meine kam in Form dieser recht großen Skorpione zu mir. Eine herrliche Überraschung aus der Würste. Wie gruselig, dachte ich. Aber sie hatten überlebt, wo sonst nichts mehr lebte. Ideale Anwärter für eine Aufbesserung als Lohn ihrer Zähigkeit. Ich dachte mir, was wäre, wenn sie Energiestrahlen schießen und als mobile Augen, Datensammler und Lautsprecher fungieren? Dann machte ich sie größer. Dann dachte ich an Pudding. Ich liebe Pudding so sehr. Oder war es Fasching? Ich vermisse Zucker und Salz. Gott erhalt's. Oh Mann, der gehört zu den anderen, ganz klar. Das ist, ich sehe da keinen großen Unterschied zu den anderen. Ja, nee, komm, ich habe noch Fragen zu ein paar anderen Dingen. Mich macht auch so einiges neugierig. Sprechen Sie weiter. Pudding, jawohl. Sie scheinen nicht aggressiv zu sein. Warum übertragen Sie Drohungen an die Denkfabrik? Oh, da hatte ich bestimmt zu viel Psycho eingeworfen. Musste mich reinsteigern. Bin eher sanftmütig. Aber wenn ich mal ausraste, dann heißt es Obacht! So viele Medikamente, so viel Auswahl. Immer wenn ich Mentats nehme, spüre ich, wie mein ganzes Gehäuse wie eine einzige große Lunge atmet.
zum Psycho. Manchmal werden die Medikamentenvorträge meines Tanks vermischt und landen im falschen Rohr. Aber hat ja was genützt. Na, das klingt aber schon ein bisschen wie ein Abhängiger, oder? Was er da so von sich gibt. Ja, natürlich. Moment, ja genau. Das klingt, als ob Roboskorpione und Drohungen dazu da waren, die Denkfabrik zu beschäftigen. Hab ich das? Vielleicht habe ich das. Kann sie nicht gehen lassen. Da gibt es auch einen Grund dafür. Ethik oder Gewissenschaft? Sie und ihr Gehirn sind wirklich vom selben Schlag. Ich bin sicher, es kennt die Grinde besser als ich. Ja, also eigentlich nichts, was Sie mir erzählen, macht Sinn, Ihr Plan, sogar Ihr Name, Möbius. Aber wir sind nett und sagen, klingt, als ob Sie Ihren Plan vergessen hätten. Überrascht mich, dass Sie sich an Ihren eigenen Namen erinnern. Der Name ist so echt wie Sie und ich. Auch wenn Ihr Gehirn sich wegen meiner angeblich lächerlichen Überzeugung als etwas ungläubig erwies. Da hat wohl jemand zu viele Science-Fiction-Filme aus der alten Welt geschaut, meinte es. Ich glaube, es meinte mich damit. Ich muss gestehen, ich habe eine Schwäche für Holoband-Fantastereien über Planeten, Roboter und alles Verbotene. Was meinen Geburtsnamen angeht, wurde ich wie die Denkfabrik darauf programmiert, ihn zu vergessen und einen neuen anzunehmen. Das verstärkt unsere Wahrnehmungsrekursion. Yeah, Musik kommt zurück, Alex. Ich freue mich. Da hast du wenigstens Musik, bei uns ist nichts. Wissenschaft 50, wir haben viel mehr als 50. Sie haben die Namen als Teil einer Rekursionsschleife reprogrammiert, um ihre Prozessoren zu fangen? Nun, Falle ist ein hartes Wort, genau wie Exkrement. Nicht unpassend, aber trotzdem recht hart. Aber ja, ich habe mir ein paar Freiheiten bei Ihrer Programmierung genommen. Aber keine Sorge, Sie erinnern sich nicht daran. Hatte ich ganz sicher nicht, bis Sie Falle gesagt haben. Und dann sagte ich Exkrement. Und dann... Eine Rekursionsschleife ist dazu gedacht, den Informationsfluss zu unterbinden. Also? Der Radarzaun reichte nicht, um die Denkfabrik auf Dauer einzukesseln. Sie probieren immer wieder Neues aus und sie hätten ihn unschädlich gemacht. Vermutlich laufen meine Neuner-Pläne schon. Aber ich habe mich darauf programmiert, sie zu vergessen. Sie sind gefährlich, tödlich und schlimmer. Ich musste sie doch irgendwie beschäftigen, damit sie in der Falle bleiben. Ich habe lieber mehrere Neuner-Pläne parat, falls die Siebener scheitern. Intelligenz 7, wir sind so viel intelligenter. Klein, Möbius 0, ein Kreis 8. Ein Unendlichkeitssymbol. Ich verstehe. Alles schleifen. Oh, Sie lassen sich keine 7 für ein A vormachen. Schön. Doktor O, was nicht die Multiplikation seines echten
Namens ist, weil man seinen echten Namen nicht multiplizieren kann. Ouroboros Klein. Sie haben sich alle selbst vergessen. Und nicht nur sich, sondern auch die Welt, ihr Zeitgefühl und die Geschichte. Ihnen blieb nur, was hier ist. Ich habe ihre Chronometer, Geometer und Kartografieprogramme umprogrammiert. Das hier, der Big MT, ist nun ihre Welt. Diese Lobotomie war wirklich ein Akt der Gnade, wenn ich es bedenke. Sie waren meine Freunde, aber manchmal gingen sie einfach zu weit. Die Welt ist nicht bereit für zu weitgehendes Denken. Das ist meine Meinung als Fachmann. Und es heißt, ich wäre einst schön fachmännisch gewesen. Ja, wir fahren weiter auf Intelligenz und sagen übrigens, die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt, heißt Ouroboros, kein Ouroboros. Wirklich? Es klingt gar nicht nach mir, irgendwelche Fehler zu machen. Ach, das ging ja schnell. Genau, wenn Sie die Denkfabrik lobotomisiert haben, wieso terrorisieren Sie sie dann noch? Nun, es ist ganz einfach. Auch wenn Sie viele Fehler haben, sind Sie doch recht klug. Sie sind nicht umsonst immer noch die Denkfabrik. Ohne etwas, das Sie ablenkt und Ihnen Angst macht, würden Sie einfach erfolgern, was passiert ist. Und während sie es erfolgen, dann kommen sie und die letzte Variable ist gelöst. Sie merken, dass die Welt größer ist, als sie dachten. Wie Bakterien, die ihren Wirt bemerken. Ja, das sind jetzt alles interessante Antworten. Es gab allerdings andere Besuche. Warum bin ich anders? Es gab schon andere Besucher, die sie zum Zweifeln brachten. Aber sie waren derjenige, der ihnen die Monitor-Mikro-Vergrößerer zurechtgedreht hat. Sie waren der unwiderlegbare Beweis, dass es eine Welt da draußen gibt. Und dann zwang mich das Gehirnfiasko, etwas zu unternehmen. Wissen Sie, Ihr Hirn hatte eine besondere Art Falte, eine Einzigartighaftigkeit, die Sie bei all Ihren Fluchtversuchen noch nicht ausprobiert hatten. Ah. Ja, interessant, daran hatte ich schon gar nicht mehr gedacht, an die Kugel. Eine Lachfalte vielleicht. Ja, ach Gottchen, führt das jetzt zu anderen Ergebnissen, wenn wir hier jetzt antworten? Denn am liebsten würde ich bei Medizin bleiben, aber Wahrnehmung 7. Ja gut, die Kugel in meinem Gehirn. Doc Mitchell hat versucht, mich zusammenzuflicken, aber...
Nee, wir bleiben bei Medizin. Also eine Schädelverletzung. Von dem Angriff draußen bei Good Springs. Ja, sehr gut. Mantets müssten sie einnehmen und nicht andersherum. Mantets. Jedenfalls tauchten dann sie bei der Denkfabrik auf. Und weil sie genau an der richtigen Stelle eine Schädelverletzung hatten. Kugeln sind im Kopfbereich meist deutlich tödlicher. Und sie hatten sicher nur einen leichten Fall von Bleivergiftung am Kopf. Aber es reichte, dass der Autodoc im Becken seine Programmierung ändern konnte, um das Problem zu beheben. Und die Hirnextraktion klappte auch. So bekam die Denkfabrik Wissen, dass sie nicht hätte haben sollen. Dürfen. Haben schürfen. Dieses Wissen kann die Prozedur umkehren. Wenn Sie diese Prozedurdaten bekommen, können Sie Ihr hirniges Selbst in Wirte verpflanzen und den Radarzaun durchbrechen. Da bin ich sicher. Und wenn Sie erst einmal so entfesselt sind... Ach, Intelligenz. Ja, da brauchen wir gar nicht weiter zu überlegen. Wir sind super intelligent und Intelligenz 7 haben wir sowieso. Klein sagte, sie hatten nach der Übertragung die Idee, die drei Technologien zu besorgen. Zufall? Ich betrachte Zufall mit ähnlicher Abscheu wie die Worte Astrologie, Kräutertee und Glück. Also, Obacht, Sie kleines Schandmaul! Meine Bedrohungsübertragung wurde entwickelt, um Angst zu verursachen und zu verankern. Aber auf der Angstwelle schwingen noch andere Daten mit. Sie nötigten sie dazu, diese Technologien zu bergen und mich damit anzugreifen. Und zufälligerweise braucht man all diese Technologien, um ein Gehirn, Ihr Gehirn, wieder in den Schädel zu kriegen. Also ordentlich. Was ist der Zweck dieser Technologien? Die X2-Antenne kann benutzt werden, um die Frequenz deiner Gedankenmuster zu bündeln. Der Schleichanzug enthält einen Kardioregulator. Und der Schallwellenprojektoremitter war nie als Waffe gedacht, sondern ist ein medizinischer Pulsdesensibilisierer fürs Rückgrat. Kurz gesagt, Hirn, Herz und Mut. Rückgrat. Ich glaube, es gab mal eine Geschichte um einen Trupp Mörder, die genau nach all dem suchten. Der Trupp hatte das zwar alles von Anfang an schon, aber das hielt ihn nicht ab, trotzdem zu morden. Die Denkfabrik wird es auch nicht abhalten. Na, das ist irgendwas mit so einem Regenbogen und einem Wirbelsturm, oder nicht? Ja genau, wurden noch irgendwelche anderen Daten in Ihrer Drohübertragung gesendet? Ja, meine allzu aggressive, aufgepeppte Durchsage sollte Ihre Vergessen, Fürchten, Spülen und Wiederholen-Programme verstärken. Oh, und das Hol mir die Sachen, um deinen einzigen Fluchtweg zu verbauen, Programm. Aber ich konnte sie und ihre Ankunft ebenso wenig löschen wie die der anderen Besucher. Ihr Gespräch hat der Wissenschaft die Grenzen aufgezeigt.
Es ist wirklich recht schwierig, sie zu ignorieren, wissen Sie? Sie sind recht interessant, wenn ich altes Hirn das mal so sagen darf. Aber die Denkfabrik hat Pläne heruntergeladen, nicht die Gegenstände. Sie können sie wieder aufbauen. Oh, das heißt, dass mein Plan auf ganzer Linie gescheitert ist. Wie ungünstig. Ach ja, wenigstens habe ich es versucht. Dann habe ich noch Fragen zu ein paar anderen Dingen. Ja, ja, es wird interessant. Sie stecken wirklich voller kleiner Neugierhäppchen. Oder etwa nicht? Oh. Oh, das war's. Moment. Ja, wollen wir den töten? Eigentlich habe ich gerade überlegt, seine Monitore sollte man mal putzen vorne. Das sieht ja nicht schön aus. Warum haben Sie mein Gehirn nochmal gestohlen? Oh, eine Reihe von Grinden. Sie sind eine Anemone. Ich mach mal schnell. Genau, ich will mein Gehirn wieder, damit ich weg kann. Nun, da sprechen anscheinend die Hormone aus Ihnen. Flucht- und Angriffsverhalten bekommt man nur schwer ganz herausgeschnibbelt, wissen Sie? Ihr Gehirn ist hier bei mir, in Sicherheit. Wir plaudern gern bei einer Runde Mantets. Ich brauche aber mein Gehirn wieder. Ist das so? Ihnen scheint es auch ohne gut zu gehen. Und will es wieder zurück zu Ihnen? Vielleicht sollten Sie es fragen. Es ist recht frei in seinen zahlreichen Ansichten. Ich sag Ihnen was. Ich überlasse es dem Gehirn. Wenn es zurück will, ist mir das recht. Wenn nicht, sollten Sie seine Wünsche respektieren. Nein, das ist mein Gehirn. Ich bin mir nie einig mit meinem Gehirn. Das kommt wieder mit. Ob es will oder nicht. Das kann ja gar nicht anders. Ja, sonst nehme ich das nirgendwo mehr mit hin. Demnächst. Dann kann es mal sehen, wie es ohne Bier dasteht. Ah, okay, dann gehe ich. Tschüss. In der Tat, unser kleines Gespräch neigt sich dem Ende zu. Leben Sie wohl. Bitte achten Sie auf die Gleichungen am Boden. Ach, ich achte auf gar nichts mehr. Die sind doch alle verrückt hier. Wo ist unser Gehirn? Hey. Wir haben das wilde Ödland. Hallo. Was sind denn das für Töne hier? Mein Gehirn. Hey. Na, sieh mal einer an, wer sich endlich aus dem Ödland reingeschleppt hat. Und wo warst du wieder? Bist du schon wieder durch radioaktiven Schleim gekrochen? Moment, das ist nicht mein Gehirn. Mein Gehirn hört sich anders an. Genau, das ist zu durchgeknallt. Ich komme später wieder. Reg dich erstmal ab. Bist du mein Gehirn? Nein. Warum klingt mein Hirn so männlich? Also, naja, du würdest dich wundern, wie schwer es ist, in der verbotenen Zone einen weiblich klingenden Stimmmodulator zu finden. Es ist ja nun nicht so, dass Gehirnerhaltungstanks auf Bäumen wachsen. Ich musste nehmen, was ich kriegen konnte. Wie bitte? Nochmal, bist du mein Gehirn? Ach, wunderbar. Haben wir es endlich kapiert? Magst du einen Keks? Einen Keks? Verstehe ich nicht. Ja genau, warum bist du so eine Arschgeige? Na, das nenne ich mal eine freundliche Begrüßung. Ich bin also der Idiot hier. Als ob es meine Schuld wäre, wie du durchs Ödland stiefelst.
Ich lasse uns nicht durch uralte, tetanusverseuchte Walls klettern oder stürme wegen irgendwelchen halbgaren Racheplänen nach New Vegas los. Und hast du schon vergessen, wegen wem man uns in den Kopf geschossen und uns dann im Sand verscharrt hat? Hm? Meinst du, ich habe das genossen? Ach, hör doch auf. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Natürlich bist du verantwortlich. Was? Wie bitte? Ach komm schon, das macht Spaß. Ah ja. Jetzt ist es eingeschnappt. Das ist nicht unser Gehirn. Das kann nicht unser Gehirn sein. Natürlich bist du verantwortlich. Du bist mein Gehirn. Ganz sicher nicht. Ich bin doch der Quell der Vernunft und der Logik in unserer Partnerschaft. All diese Gefühle, die dich antreiben, dein Gerechtigkeitssinn, dieser Drang, anderen zu helfen. Weißt du, woher das kommt? Drüsen. Das kommt alles aus den Drüsen. Ohne die Tyrannei dieser Affenmenschenhormone merke ich endlich, wie dämlich deine Beweggründe sind. Medizin 55. Aber die meisten dieser Drüsen sind von dir. Es sei denn, du meinst, meine Schilddrüse wäre schuld. Selbst die wird doch gesteuert vom Hirn. Ich? Oder? Also, es geht da um ein sehr komplexes System aus Biofeedback und anderen Dingen, die du wohl kaum begreifen wirst. Ach so, ich wusste gar nicht, dass ich ein Schild habe, aber gut, wenn da eine Drüse im Schild ist. Sparsam. Okay, sehr sparsam. Ach komm schon, das macht Spaß. Können wir das jedes Mal antworten? Gib's zu. Du bist doch genauso drüsengesteuert wie ich. Oh, na gut, vielleicht bin ich das, aber wenigstens gehe ich dabei logisch vor. Ach. Das ist zu durchgeknallt, ich komme später wieder. Ich würde ganz gerne alles ausprobieren, das hört sich alles witzig an. Also, willst du dich nicht wieder vereinigen? Ich dachte, du wärst froh, wieder in meinem Kopf zu landen. Ich will ganz ehrlich sein. Diese Aussichten finde ich alles andere als verlockend. Versuch mal, es aus meiner Perspektive zu betrachten. Hier habe ich Ruhe, Frieden und Sicherheit. Abgesehen vom einen oder anderen Skorpion. In deinem Kopf erwarten mich Gifte, Strahlung, schreckliche Verstümmelungen und biologische Prozesse. Weißt du eigentlich, wie viel mehr man schafft, wenn man nicht ständig nach passenden Orten zum Wasserlassen suchen muss? Eine ganze Menge, wirklich. Ach, gib's zu, das macht dir doch Spaß. Ach. Ja, das möchte ich jetzt aber mal wissen. Was ist denn mit den guten Dingen? Die kühle Brise auf dem Gesicht. Dem Duft von Essen. Liebe. Und ein kühles Bier. Überschätztes Biofeedback. Glaub mir, das empfindest du nur so, weil du dieses ganze Fleisch hast, das vor Hormonen überquillt. Ich bin noch bekloppt. Ich rede gerade mit meinem Gehirn und mein Gehirn widerspricht mir die ganze Zeit. Das ist ja wie im realen Leben hier. Sprache 75. So, jetzt sollst du mal sehen. Stimmt es nicht auch, dass du nur so fühlst, weil dir diese Hormone fehlen? Ich denke, dass du recht hast. Dadurch werden einige Annahmen in Frage gestellt, nicht wahr? Also sind wir in einer Sackgasse. Du fühlst nicht, was ich fühle. Ich denke nicht, was du denkst. Das ist doch Unsinn, so ein Quatsch. Nein, wir sind ja unser Gehirn. Nimm das da raus und stopf das wieder rein. Aber wie? Durch das Nasenloch oder was weiß ich, irgendwie. Es ist ja auch rausgekommen. Ja, also ich wette, da hast du nicht dran gedacht, oder? Ja, in Ordnung, bravo. Dir ist etwas eingefallen, das ich übersehen habe. Das wirst du nie vergessen. Was fangen wir jetzt also damit an?
Ja, ich denke, wir müssen uns vertrauen und einsehen, dass wir nicht ganz sind, wenn wir getrennt sind. Ja, ich schätze, dass das einige Vorteile hätte. Es besteht die Chance, dass die Reintegration eine verbesserte Synergie zwischen uns schaffen würde. Mama mia, haben wir ein bescheuertes Gehirn? Also, was meinst du, Gehirn? Willst du mit auf ein paar wilde Abenteuer und Bierchen? Tja, sieht so aus, als ob du mich überzeugt hast. Ich kehre in deinen Körper zurück, wenn du das wirklich willst. Aber bevor wir zu diesem Teil der Veranstaltung kommen können, gibt es da leider noch ein Problem. Selbst wenn ich wieder in deinen Schädel käme und all diese kleinen Nervenenden verbinden würde, fehlen Dr. Möbius hier aber die nötigen Instrumente. Wir müssten dafür Dr. Kleins Labor benutzen und ich bezweifle mal, dass die Gehirne gerne mit uns teilen wollen. Ja genau, warum eigentlich? Sie haben versprochen, uns wieder zusammenzufügen, nachdem ich getan habe, was sie wollten. Und du hast ihnen geglaubt, echt? Ich weiß ja, dass du auf meine wunderbaren Ratschläge verzichten musstest, aber mal ehrlich. Sobald ich ihnen in die Klauen falle, werden sie einen Weg durch den Radarzaun finden und dann treiben sie in der ganzen Mojave ihr Unwesen. Und das gilt natürlich nur, wenn unser Körper nicht einem von ihnen so gut gefällt, dass er ihn mit seinem Gehirn einfach übernimmt. Hä? Wir haben Sprache. 75 geskillt. Du bist ein Teil von mir. Ich weiß. Du willst genauso wenig wie ich, dass das passiert. Irgendwie fehlt er mir schon, dieser Endorphinrausch, wenn wir mal wieder die Welt retten. Okay, wie sieht der Plan aus? Moment. Wie sieht der Plan aus? Ja, genau. Wenn die Denkfabrik ihren Teil der Abmachung nicht einhalten will, dann zwingen wir sie. Auf geht's! Gut, aufgepasst, Denkfabrik! Jetzt lassen wir das Gehirn mal aus dem Tank! Ich schätze, dass du nach unserer Wiedervereinigung unseren Rumpf jetzt mit all dem Organkram füllen willst, den die Denkfabrik uns weggenommen hat. Ich finde die Upgrades ja besser, aber jetzt, wo ich wieder da bin, kann der Autodoc vom Becken auch das alte Zeug problemlos wieder reinstopfen. In Ordnung, dann legen wir los. Klein wird ganz schön geschockt sein, wenn er merkt, dass das Beruhigungsfeld nicht bei einem ganzen Körper wirkt. Das ist auch ein Gehirn. Die Upgrades. Die Upgrades waren total teuer und konnten überhaupt nichts hier. Ich stelle mir gerade alle möglichen imaginären Zahlen vor. Okay, können wir ein anderes Gehirn haben? Ich glaube, das ist kaputt. Ja, ich weiß nicht, ob ich das Gehirn noch mag. Du. Ach klar, ich mag mein Gehirn. Oh, das ist kaputt. Ja, wirklich. Okay, ja. Es ist schon etwas befremdlich, so ein Gespräch mit seinem eigenen Gehirn zu führen. Ja. Oh, Kronkorken, Munition. Dankeschön. Hier habt ihr die ganze Munition jetzt versteckt wahrscheinlich. Oh, die Kaffeetasse. Oh, Mentats. Ich weiß, wessen Raum das hier ist. Von wegen Mentats und Psycho. Na, das war einmal.
Ja, wahrscheinlich kann er sich immer wieder welches herstellen. Gar kein Bett hier drin. Ja, in der Tat, ein Sklavensoldat. Haben wir zu Beginn des Livestreams gestern Abend schon heiß diskutiert. Wissenschaftler, OP-Klamotten. Och, oh gut. Fallout 76 meinst du, ja. Aber es dauert ja noch ein bisschen, wobei, nur so die Zeit geht schon schnell rum, denke ich. Ach, da ist noch ein Lück. Also ich kann überhaupt nichts dazu sagen, weil ich habe den Teaser nicht gesehen und ja, das Einzige, was vielleicht ohne den Teaser gesehen zu haben, ich bin überrascht, dass es so schnell kommt. Und weiter bin ich überrascht, dass Fallout 4 doch sehr geheim gehalten wurde, dass man davon nichts gehört hat vorher. Erst sehr kurz vor der Veröffentlichung und dass jetzt schon anderthalb Jahre vorher die Werbetrommel quasi gedreht wird. Ja, was soll ich dazu sagen? Wundert mich ein wenig. Aber gut, warum nicht? Vielleicht hat es ja nicht so gut geklappt beim letzten Mal. Auch wenn die Verkaufszahlen mit Sicherheit klasse waren, aber... Vielleicht hat man sich da noch mehr von gedacht und versucht, das diesmal anders zu machen. Und schon früher anzukündigen, die ganze Geschichte. Weiß denn jemand, wie lang dieser Teaser... Wenn das ein Teaser ist, dann dauert er ja nur ein paar Sekunden. Oder ist das so ein richtiger Trailer schon was Längeres? Ah, da waren Zigaretten. Wertvoll. Nicht so schwer. Ach, Mentats. Joa, die wiegen nichts. Die nehmen wir mal mit. Ach doch, eine Minute. Entschuldigung, ja doch, eine Minute. Och ja, da kann man sich ja schon so einiges dann vielleicht ausmalen. Aber noch jetzt noch nichts vom Gameplay oder so, wie ich gehört habe, oder? A bis E? Da ist aber ganz schön was los hier. Na, ach, so ein Aschenbecher. Dann packen sie irgendwie noch so ein Gewicht dazwischen.
Na, aber vielleicht kann man einen Aschenbecher ja auch für irgendetwas gebrauchen. Ja, auch da muss man sehen, was daraus wird. Ein Online-Game, ja. Also, du meinst auch so mit Multiplayer oder so? Hm. Ich stelle mir gerade alle ja. Ja, sowas kann ich mir vorstellen. Vielleicht ist Fallout 76 so etwas wie Fallout Shelter. Oder? Wie gesagt, das Gameplay hat man ja noch nicht gesehen. Oh, ist der groß. Buch, selbst ist der Mann. Könnte ja sein. Vielleicht nicht genauso wie Fallout Shelter, aber vielleicht sowas ähnliches. Dr. Möbius Handschuh, ganz schön was wert. Das nehmen wir mal mit. Ja, muss man gucken. Also im Moment kann ich es mir nicht so vorstellen. Und ich finde, das Interessante an Fallout ist ja eben diese, dass man da einsam ist, so ziemlich alleine umherwandert. Und ich weiß nicht, ob das dann die Stimmung vielleicht zerstört. Aber wie gesagt, das muss man sehen. Wir sind durch. Einmal durch, einmal rum. Oder habe ich hier was übersehen irgendwo? Bestimmt habe ich hier irgendwo was übersehen. Hey, du! Ich habe mein Gehirn wieder. Oh, Moment, hier unten ist doch noch was. Haben wir schon? Ich liebe die ganzen Zahlen so sehr. Wo ist da hin? Ach, da. Oh, Ihr Gehirn und Sie scheinen einen Kompromiss gefunden zu haben. Wie angenehm. Allerdings. Aufgrund der von meinen Sensoren empfangenen Empörungsfrequenzen erschien mir eine solche Partnerschaft eher unwahrscheinlich. Oh, ich habe gar nicht zugehört jetzt. Oh, nein. Ich habe gerade gelesen. Ja, kann passieren. Kann ich einen Mentat haben? Aber natürlich können Sie das. Ich bin mit der Wissenschaft des Teilens wohl vertraut. Naja. Zumindest, wenn ich nicht gerade auf Drogen bin. Ja, das andere sparen wir uns vielleicht für später auf. Obwohl, kann ja nicht schaden, wenn wir wissen, wie wir die Denkfabrik ausschalten können. Also, weißt du das? Ich hatte einen Plan, der funktionierte. Aber Früchte trug er nicht. Na, an die Früchte würde ich mich definitiv erinnern. Ich wollte sie nicht töten, sondern ihnen nur Ärger ersparen. Was war der Plan? Mist. Wahrscheinlich habe ich es irgendwo auf den Boden geschrieben.
Ach ja, richtig. Er hat ja auch gesagt, wir sollen auf den Boden gucken. Na, was war der Plan? Vermutlich etwas Einfallsreiches und unnötig Kompliziertes. Vielleicht habe ich es schon erzählt und dann wieder vergessen. Ich hatte vergessen, dass ich Bleistifte vergessen hatte, bis ich einen fand. Hab ihn tagelang untersucht, bis meine Speicherschaltkreise ansprangen. Interessant. Ja, dann ist es aber schon weit. Genau, kann ich Sie aufhalten, ohne dabei auf Gewalt zurückzugreifen? Nun, Sie könnten an Ihre Menschlichkeit appellieren. Das ist zu viel Klischee. Und zudem waren Sie schon als Menschen nicht sehr menschlich. Ich glaube auch. Irgendwelche Ideen, wie man Sie dazu bringen könnte, Ihre Meinung zu ändern? Es gibt viel, das sie in ihren Tanks vergessen haben. Freundschaft, die Freuden des Forschens, Liebe, Masturbation, das Übliche. So wie bei ihrem Gehirn können sie sicher bei jedem von ihnen einen gewissen Funken entzünden. Erinnerungen, Hormone. Ein kluger Mann hat mal gesagt, dass Augen nicht nur zum Sehen da sind. Versuchen Sie dafür zu sorgen, dass Sie das einsehen. Oder machen Sie ihnen Angst, wenn das nicht funktioniert. Das hat bei mir sehr gut geklappt. Zumindest eine Zeit lang. Dann kamen Sie und Mut und oder Verzweiflung haben über diese kleine Idee gesiegt. Also zurück an den Anfang. Oder ist das Ende? Schwer zu sagen. Ich würde Sie wirklich, wirklich gerne töten. Nein, ich weiß nicht. Nein, aber erschrecken. Wie könnte man die denn erschrecken? Oh, sagen Sie ihnen, dass ich noch lebe. Dass wir schön geplaudert haben und dass wir uns bei einigen Dingen einig sind. Das stimmt doch, oder? Oder Sie könnten mich töten und diesbezüglich lügen. Wäre beides durchaus interessant. Und wenn Ihnen das Lügen liegt, nun erzählen Sie Ihnen eine aberwitzige Lüge. Meiner Erfahrung nach gilt da, je überdrehter, desto besser. Sie sind nicht nur ein bisschen leichtgläubig, aber seien Sie überzeugend. Sonst warten Obduktionstisch und Vivisezierer auf Sie. Und wenn Sie von mir sprechen, dann rücken Sie mich bitte in ein imposantes Licht. Ich bin schließlich Dr. Möbius. Nicht irgendein Laborassistent. Ja, und wenn wir nochmal wiederkommen, bringen wir einen Spiegel mit. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, dann bin ich mal weg. In der Tat. Unser kleines Gespräch neigt sich dem Ende zu. Leben Sie wohl. Bitte achten Sie auf die Gleichungen am Boden. Ja, legendäre Blähfliege weiß ich nicht. Und Mentats haben wir unter M. Oh, 84. 1680 wert. Ja, ordentlich Mentats haben wir gefunden da oben. Ja, waren wir auch schon hier oben überall. Wir sollen auf den Boden gucken. Da ist aber nichts auf dem Boden. Schon gar keine Gleichungen.
eine legendäre Blähfliege. Die haben wir nicht hier gesehen. Nein, also irgendwie vermute ich, hier ist überhaupt nichts. Das hat er vielleicht nur so gesagt. Naja, dann gehen wir mal mit unserem Gehirn. Wie sehen wir jetzt aus? Mit Gehirn? Na, vielleicht etwas glücklicher. Ja, eine legendäre Blähfliege haben wir jetzt nicht gesehen. Aber wir haben uns ja auch mit Dr. Möbius noch nicht so richtig angelegt. Vielleicht kommt das ja noch. Und dann gehen wir mal wieder raus. Okay. Oh, Alex, hier waren wir noch nicht in der Höhle, aber wir haben schon zwei Höhlen gesehen. Ja, wir waren schon in Höhlen. Hallo, Voltaic. Herzlich willkommen. Also, hier habe ich, glaube ich, nein, hier habe ich noch keine Höhle gesehen. Also direkt jetzt hier. In Big MT habe ich schon, ja, zwei Höhlen haben wir da schon gesehen. Eine ziemlich große, ja stimmt. Da bei der einen, da sind wir gar nicht mehr reingekommen hinten, weil wir die Waffe noch nicht hatten. Oh, das war aber gefährlich da. Boah, ich denke mal, dass wir später hierher zurückkommen können. Ja, in die eine Höhle mussten wir rein für irgendwas und die andere haben wir gesehen. Aber da mussten wir nicht tiefer rein. Und wir kamen auch nicht tiefer rein. Weil doch da dieses Feld gewesen ist, dass wir hiermit jetzt aufschießen können. Also da können wir noch mal reingehen in die Höhle. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob die Lobotomisierten, ob die immer noch sauer sind auf uns. Eigentlich sollte es uns besser gehen. Ich meine, wir haben unser Gehirn wieder. Waren wir denn hier schon drin? Ja. Ach, dann waren das, glaube ich, sogar drei Höhlen. Mit dieser hier. Hieran habe ich gar nicht mehr so gedacht. Auf zur mysteriösen Höhle. Wo ist die denn? Vielleicht ist die ja gerade hier irgendwo.
kleinen Yangtze müssten wir ja auch noch irgendwas machen. Da, die mysteriöse Höhle. Also einmal hier rum und dann dem Weg folgen, bis wir hier am Rohr sind. Ich tippe mal drauf, dass die gestrichelte Linie hier die Rohre darstellt. Wollen wir doch mal sehen, was es da so gibt in der mysteriösen Höhle. Also ich will es mal so sagen, unser Gehirn lassen wir nie wieder alleine irgendwo hingehen. Wenn das so rumzickt, wenn es zurückkommen soll. Die US Army wird sich gleich vorstellen. Mit den blauen Bohnen kommen wir. Warum ist der eine wieder aufgestanden? Wir haben den doch ausgeschaltet. Das war vielleicht ein anderer. Ob wir sie überlisten können? Ach nein. Nein, nein, mysteriöse Höhle. Das kann doch nicht so weit sein. Gucken wir noch mal auf unseren Pimp-Boy. Der Pimp-Boy. Doch, das ist noch ein Stück. Wir laufen zwar ein bisschen anders, aber wir kommen schon an. Oder wir sind im Kreis gelaufen. Das kann doch nicht richtig sein. Überhaupt nicht richtig. Warum? Wir sind doch immer nur geradeaus gegangen. Wir sollen doch auch nur geradeaus gehen. Nein, wir müssen genau andersrum gehen einmal. Also nicht da lang, sondern hier lang. Merkwürdig. Karte? Ja, wenn wir an der nächsten Abzweigung rechts gehen, kommen wir da schon an. Ist das hier die nächste Abzweigung? Ah, ja, vielleicht ja. Die Skorpione sind ja alle weg. Ja, wie kommt's? Da war doch was. Ach, Gleise sind das. Das ist die gestrichelte Linie. Okay. Daneben Gleise. Wir stehen direkt daneben. Mysteriöse Höhle, da sind wir. Oh. Ach. Blähfliegen. Kaffeeautomat. Nein, hier waren wir bisher noch nicht. Ein Leuchtkäfer. Freund oder Feind? Ich sehe schon.
Ach so, ja, natürlich. Na, super. Die stirbt nicht. Die leuchtet nur. Aber sie wehrt sich auch nicht wirklich. Die ist doch schlimmer als der Skorpion. Eine Ghoulfliege, die ist schon tot. Jetzt echt. Wie kommen wir dieser Fliege nur bei? Panzerbüchse. Seit wir hier sind, haben wir keine Munition mehr dafür. Wir rennen schon die ganze Zeit hinterher und haben keine Munition für unsere guten Waffen. Ein Wunder, dass wir hier für das Präzisionsgewehr, dass wir dafür Munition haben. Ah, wir sind so weit weg. Die kann sich gar nicht wehren. Die weiß gar nicht, wie ihr geschieht. Außerdem habe ich den Eindruck, dass uns hier sowieso keiner ernst nimmt. Na, das gibt doch nichts. Jetzt kommen wir mit dem Roboskorpion. Was? Die nimmt gar keinen Schaden. Die regeneriert sich die ganze Zeit wieder. Ach, die hätte doch schon gar keinen Flügel mehr bei mir. Oh, das Lück ist scheinbar noch am besten. Aha, so langsam kommt sie. So langsam geht uns die Munition aus. Thank you.
das bringt gar nichts. Ach, das haben wir auch noch nicht probiert. Eine Wurfaxt, die ist jetzt auch weg. Was war das? Andererseits... Oh, nö. Andererseits überlege ich gerade, ob wir unsere gesamte Munition hier für so eine Blähfliege hier opfern sollen. Lohnt sich das? Da drüben sind noch mehr Blähfliegen. Schnappen wir uns so. Oh, hoppla. Nee, wir brauchen eine andere Munition dafür. Das bringt ja nichts. Wir richten überhaupt gar keinen Schaden an. Vielleicht brauchen wir erstmal unsere... Oh, hoppla. Glühend. Blähfliegenfleisch. Ja, wir brauchen vielleicht erstmal unsere Implantate und alles wieder. Oh, Moment. Hier gehen wir lang. Ja, ganz genau. Da, die Maus. So, ich glaube fast, hier sind wir auch noch nicht gewesen. Also es gibt noch genug zu entdecken hier. Keine Lobotomisierten, keine, ja, auch keine Nachtpirscher und auch keine Hunde, scheinbar. Und Robohirne, ja, da gab es ja sowieso nicht ganz so viele von. Aber es scheint doch alles friedlich zu sein hier. Och, erstmal holen wir... Oh, hoppla. Da wäre ich beinahe draufgetreten. Erstmal holen wir unsere Sachen schön wieder. Wo sind sie denn? Ja.
Hier ist Ihr originales Rückgrat. Glücklicherweise scheint es Ihnen mit dem Ersatzrückgrat ganz gut zu gehen. Von wegen. Dank der Informationen, die von Ihrem eigenen Gehirn übertragen wurden, seltsam genug, sind Sie jetzt in der Lage, mit Hilfe des Becken Autodocs Ihr originales Rückgrat wieder an seinen angestammten Platz zu implantieren. Ja, ein Rückgrat hätten wir dann schon ganz gerne. Vielleicht können wir dann auch wieder Schaden anrichten, ein wenig. Schaden anrichten, ja, das Problem hier ist nicht, dass wir keinen Schaden anrichten, das Problem hier ist vor allem, dass wir nie Munition haben. Und das ist unser Herz. Das machen wir dann gleich beides am Autodock. So, Autodock, komm her. Benötigen Sie sonst noch etwas? Ja. Ein sehr guter Entschluss. In Ordnung. Ich muss nur die alte Benutzeroberfläche für Sie starten. Kein Problem. Ja, also ich finde die Implantate hier, die bringen irgendwie gar nichts, die man hier kaufen konnte. Wir können ja nochmal reingucken. Implantat C13 installieren plus 10% Casador-Schaden. 8000 Kronkorken. Naja, das geht ja noch, kann man sich denken. Aber Implantat M5 installieren erhöhte Kriechgeschwindigkeit. 10.000 Kronkorken. Naja, das ist witzig. Implantat Y3 installieren Trinkstrahlung entfernt. 12.000 Kronkorken. Und, das ist das Beste, Implantat Y7 installiert Bonus Trefferpunkte und Aktionspunkte von Nahrung. 20.000 Kronkorken. Haben wir uns alles nicht leisten können, weil nämlich hier immer noch der Verkaufsroboter kaputt ist und uns keine Kronkorken gibt. Die ganze Zeit schon nicht. Deswegen haben wir auch, und er kriegt auch keine neuen Waren, und deswegen haben wir hier die ganze Zeit Probleme, an Munition zu kommen und an Stimpaks und alles. Also wollen wir erstmal das Rückgrat wieder haben. Sie haben das extra Rückgratlos verloren. Das hört sich doch gut an. Verstärktes Rückgrat extra. Ihr Rückgrat ist wieder zurück in Ihrem Körper, aber einige fortgeschrittene Technologien bleiben. Ihr Rumpf kann wieder verkrüppelt werden, aber die Boni auf Ihre Stärke und Ihre Schadensschwelle wurden verdoppelt. Ach was. Ach, deswegen wurden wir hier nie verkrüppelt. Ach, witzig. Weil hier konnten wir doch, irgendwie kamen wir doch ohne Ende hier an diese Arzttaschen ran, aber da haben wir die nie gebraucht, weil wir hier eh nicht verkrüppelt wurden. Aber Stimpaks haben wir dafür nicht bekommen und die hätten wir brauchen können. Sei es drum. Herzlos. Ups. Vorsicht, ein Kommunist! Gar nicht wahr. Nein, falscher Alarm. Es war nur ein Blech. Benötigen Sie sonst noch etwas? Macht nichts, kann man schon mal verwechseln. Ja. Ein sehr guter Entschluss. In Ordnung. Ich muss nur die alte Benutzeroberfläche für Sie... Und ich habe verstanden. Körperteile austauschen. Zack, zack. Was nehmen wir denn hier? Oh, Ihr Herz, Moment. Ach so, wir können das ja jederzeit wieder umwechseln, umtauschen. Aha. Na gut, aber wir wollen unser Herz wieder zurück. Sie haben das extra Herzlos verloren. Herzstillstand extra. Ihr Herz ist wieder in Ihrem Körper, aber einige der fortgeschrittenen Technologien bleiben. Sie sind jetzt weniger resistent gegenüber Giften, 50%, und Roboter sind von Ihnen nur ein wenig verwirrt, 25% weniger wahrscheinlich, dass Sie einem kritischen Treffer landen. Positiv ist anzumerken, dass Heilgegenstände, Medikamente jetzt doppelt so effektiv sind, plus 50%. Das ist das nämlich. Mit dem Anzug gewesen. Wir haben uns doch die ganze Zeit, als wir hier waren, gewundert, warum der Anzug die Stimpaks einfach nur so reinhaut und wir immer nur 2 Trefferpunkte zurückbekommen dafür. Och, jetzt sehen wir aber nicht mehr so glücklich aus. Wie kommt's?
Ach komm schon. Das scheint doch nur so. Vorhin sahen wir glücklicher aus, finde ich. Ach, wir können hier gar nicht mehr sprechen mit ihm. Doch. Was geht ab? Die Waffe, die taucht nichts. Alles klar, Baby. Spielen wir ein paar Platten. Ach, Roboskorpion. Taucht nichts. Tarantel. Haben wir schon? Boah, das geht schnell. So, sprechen wir denn jetzt mit den ganzen anderen Leuten hier? Womit kann ich dienen, Sir? Und du hast doch sowieso nichts, oder? Sehr wohl, Sir. Wir haben auch gar keine Kronenkorken als Belohnung hier bekommen. Die 2000, die wir haben, die haben wir uns größtenteils zusammengesucht. Und wir haben mal ausprobiert. Und wir haben hier... Ach Moment, jetzt hat er doch was bekommen. Ah, wie schön. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben doch mal ausprobiert und alle Hilfsmittel aufgekauft, die er da hat. Und die hat er die ganze Zeit über nicht wieder reinbekommen. Jetzt hat er aber hier für unsere Panzerbüchse wieder Munition. Ja. Jetzt auch nichts Besonderes und besonders viel auch nicht, aber er hat was reinbekommen. Neue Waren hier. Aber auch nicht viel dafür, dass die Gegner hier so stark sind, ist das echt wenig, was er hier hat. Aber sei es drum. Da hat er schon mal ein paar Sachen. Und Hilfsmittel hat er jetzt auch wieder. Sehr schön, ja. Das werden ja wohl nicht unsere Hilfsmittel aus dem Kühlschrank sein, die er uns jetzt verkauft. Wundern würde es mich nicht. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob er uns jetzt auch wieder... ob er uns jetzt Kronkorken dafür gibt. Der hat sowieso auch Kronkorken dazu bekommen irgendwie. Der hatte nur 34.000 vorher. Ja, wir bekommen wieder Kronkorken. Der war kaputt. Aber das haben die auch gesagt in der Denkfabrik. Da haben sie ja gesagt, dass die... dass Dr. Möbius hier ihre Bänder voll müllt. Ja. Dem Gehirn wäre sowieso langweilig geworden da drin. Ja. Der Toaster. Nehmen Sie sich vor dem Toaster in Acht. Wenn er könnte, würde er die Welt verbrennen. Oh, bitte, bitte sag mir, dass du mir ein paar Kaffeetassen mitgebracht hast. Ja, hier. Oh, süße, süße Erfüllung. Ich nehme das so schnell ich kann für dich auseinander. Erstmal die elektronischen Komponenten. Oh, bitte, bitte. Aber natürlich doch. Oh, süße, süße Erfüllung. Ich nehme das so schnell ich kann für dich auseinander. Und Kaffeetassen und Teller, bitteschön. Ach, hier ist sogar wieder was gewachsen. Alles sogar. Hier, die Xanderwurzeln sind auch gewachsen. Wachtelbohnen. Aha. Ja, aber hier fehlt auch noch ein bisschen was. Ach, das dauert wahrscheinlich. Da kommt auch noch was. Und Lukas, hallo. Sei gegrüßt. Willkommen. Na, wir müssen jetzt nicht unbedingt schlafen. Aber ich dachte, wir sind jetzt 2 Stunden dabei, dass wir vielleicht nochmal eine kleine Pause machen von 15 Minuten.
Und dann gehen wir zur Denkfabrik und sprechen mit den Leuten. Was haltet ihr davon? Ja, ich denke, 15 Minuten können wir machen. Dann speichern wir mal und dann geht's gleich weiter. Ja, ich denke, das wird auch mit der Zeit. Das kann ganz schnell kommen, aber bis jetzt noch nicht. Oder zwischendurch bin ich vielleicht schon mal so weggedöst. Man läuft ja auch viel hier. Okay. Okay, dann sage ich mal, in 15 Minuten geht's weiter, so ungefähr. Bis jetzt.